Der Winter ist auch im Ahrtal angekommen und es wird kalt. Während sich viele jetzt vor dem Frost in ihre warmen Häuser flüchten, gibt es für die Menschen im Katastrophengebiet kaum einen Zufluchtsort. Auch nicht für Katrin Debka. Gerade ist es fies, wenn man morgens runterkommt und bei Minustemperaturen dann sich einen Kaffee machen muss. 5 Monate ist es her, dass die Flut hier bei Katrin und ihrem Lebensgefährten Fritz alles zerstört hat. Und der Wiederaufbau ist noch lange nicht fertig. Also hätten wir am Anfang gewusst, was kommt, wären wir, glaube ich, ganz anders drauf gewesen. Das Ausmaß war überhaupt nicht bewusst. Noch immer fehlen Gas und Heizung. Die Wände haben Löcher. Die Kälte zieht in alle Poren. Es ist so wie Leben vor, weiß ich nicht, 100 Jahren. Für Katrin und Fritz ein Wettlauf gegen die Zeit. Dass man irgendwo im Kalten sich wäscht, im Kalten ins Bett geht, im Kalten aufsteht. Ich glaube, das wird irgendwann moralisch ein bisschen schwierig. Anfang Oktober sah es hier noch so aus. 3,5 Monate nach der Flut. Bei Katrin Debka in der Altstadt von Ahrweiler sind die ersten Aufräumarbeiten geschafft. Allerdings steht jetzt der Winter vor der Tür. Die größte Herausforderung ist eigentlich, die Geduld. Und zu gucken, dass man alles gut gemanagt kriegt, dass man die richtigen Leute kriegt, das richtige Material, dass es alles Schritt für Schritt vorangeht in der richtigen Reihenfolge und möglichst zeitnah. Also dass, wenn es wieder Gas gibt, dass wir auch so weit sind, dass wir dann auch wirklich schon eine neue Heizung haben und das Gas nutzen können. Also dass wir die Wohnräume wieder heizen können. Katrin lebt seit Monaten in einem Rohbau. Ihr Freund Fritz ist jede freie Minute bei ihr, um zu helfen, damit es hier bald wieder warm wird. Und auch Hund Elsa nicht mehr frieren muss. Hier der Manuel, der Lehmbauer, hat geschrieben: Guten Morgen, Katrin, ich habe deine Nachricht gelesen, jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Eigentlich bin ich da wohl der Richtige für dein Zuhause. Das klingt doch gut. Ja. Dann schreib ihn auf jeden Fall an. Das private Rumgedudel am Handy, das hat jetzt aufgehört. Jetzt ist echt immer so, checken, was Neues passiert, wer geschrieben hat und schnell reagieren. Es gibt so einen Helferstab, wurde eingerichtet, wo verschiedene Gruppen sind. Heute haben wir den Zimmermann da. Heute den ersten Tag, der checkt jetzt erstmal die ganzen Balken. Wir haben mit dem abgesprochen, dass er sich erstmal um die Balken in den Außenwänden kümmern soll. Also gerade zur Straße hin, dass wir da zeitnah wieder aufmauern können, dass wir die Wände wieder dicht bekommen. Und wie schaut's aus? Oh, nicht so gut, ne? Das ist im Prinzip wie die Arbeit eines Zahnarztes, der sich durch die kariösen Zähne kämpft. So trage ich hier mit einer Raspel, die auf der Flex sitzt, die schadhaften Schichten des Holzes ab, so weit, bis ich eben gesunde Holzschichten vortreffe oder wiederfinde. Ich war sehr, sehr erschüttert, was hier passiert ist, dass dann Häuser, wunderschöne 300-400 Jahre alte Fachwerkhäuser, abgerissen werden mussten. Es tat mir in der Seele weh. Ich habe sofort geschaut, wo sind schon Helfergruppen. Dann hatte jemand hier 2 Bilder gepostet. Also ich habe absichtlich nur 2 Bilder reingestellt, nur von der Außenschwelle, weil ich dachte, wenn man den ganzen Umfang sieht, wird sich keiner melden. Ja, das hätte mich erst recht gereizt. Ja, okay. Ja. Fachwerk, das ist meins. Ja, der kommt nicht und macht, sondern der erklärt alles. Und das ist unglaublich interessant. Und da habe ich ein sehr gutes Gefühl bei, muss ich sagen. Ja, wir sind froh und erleichtert. Wir sind ja Laien. Also wir können das ja nicht selber und sind da auf Hilfe angewiesen. Und das ist einfach nur rührend. Und so jemand wie Olaf, das ist ja nicht so ein normales Handwerksverhältnis, wie man sich das vorstellt, dass der hier morgens um 8 kommt und um 17 Uhr nach Hause fährt, sondern der hat eine weitere Anreise. Das heißt, der schläft hier. Ne? Das trägt uns hier auch so ein bisschen. Ne? Weil das, wenn hier die Moral mal so ein bisschen im Keller hängt, du hast immer wieder Leute, die hier im Prinzip mit neuer Energie kommen, die offen sind, hier dieses Problem auch irgendwo erkennen und annehmen. Und das ist schon ganz, ganz toll. Die beiden sind nicht alleine. Mehr als 70% der Haushalte im Ahrtal sind von der Zerstörung betroffen. Hier ist unsere kleine Outdoor-Küche, provisorisch. Da haben wir nach und nach haben wir Spenden bekommen. Also der Kühlschrank war erstmal super toll. Und dann kam so eine Kaffeemaschine dazu, ein Wasserkocher, immer so ein kleines Stück Luxus wieder. Ja,
Und eigentlich, wo es warm war, konnte man hier super damit leben. Aber jetzt wird es langsam ein bisschen ungemütlich. Fast alle Gasleitungen in der Altstadt sind kaputt und müssen noch erneuert werden. Wann wieder eine Heizung eingebaut werden kann, weiß Katrin noch nicht. Jetzt muss sie sich erst einmal darum kümmern, überhaupt alle Wände und auch die Kellerdecke wieder aufzubauen. Hier haben wir jetzt provisorisch eine Decke drüber gelegt. Also das ist eigentlich ein Loch nach unten. Das ist nur, damit man hier arbeiten konnte, an den Wänden, an der Decke und so. Die Flut hat das Haus zu fast 90% zerstört. Wirtschaftlicher Totalschaden. Damit das Haus auch im Winter weiter trocknet, haben Helfer eine Einraumheizung installiert. Und das ist ganz gut, also es ist eine Klimaanlage. Man kann nur Ventilator anstellen. Was wir jetzt auch häufig haben, dass einfach Wind durchgeht, weil man durch Wind am besten so die Balken und Wände trocknen kann. Heizungen haben wir auch. Die können wir halt richtig nutzen, wenn die Wände dicht sind. Die Anlage läuft mit Strom. Richtig warm macht sie das Erdgeschoss nicht. Dafür sind noch zu viele Löcher in den Außenwänden. Erst vor einem Jahr ist Katrin hier eingezogen, hatte gerade den ersten Stock frisch renoviert. Jetzt fängt sie wieder von vorne an. Ja, hier ist auch, das ist unser Badezimmer. Ja, hier hat auch einer von den Helfern hat uns Toilette und Waschbecken wieder provisorisch angebracht. Sogar hier eine Steckdose hat er wieder und die Lampe, also das wieder gemacht wie vorher, dass man es nutzen kann. Ja, aber die Dusche ist natürlich nur mit kaltem Wasser. Also die Duschwanne kam raus, kein Abfluss mehr, aber ja, das ist, es nervt alles. Man hat sich so mit allem abgefunden, aber es ist unglaublich aufwendig und nervig. Es ist so wie Leben vor, weiß ich nicht, 100 Jahren. Fritz kann nur am Wochenende und im Urlaub im Ahrtal sein. Er hat seine Hausarztpraxis im Münsterland. Aber die Kälte geht auch ihm an den wenigen Tagen ganz schön an die Nieren. Das heißt, dass man irgendwo im Kalten sich wäscht, im Kalten ins Bett geht, im Kalten aufsteht. Ich glaube, das wird irgendwann moralisch ein bisschen schwierig. Und was man halt auch nicht vergessen darf, wir leben ja hier in einer Region. Um uns herum sind Menschen, Nachbarn und so weiter. Und ich glaube, dass das im Moment lebt das alles von einer sehr positiven Stimmung, wo man sich gegenseitig bestärkt. Und ich glaube, dass das, oder habe so ein bisschen Sorge, dass das die Menschen hier auf lang oder kurz etwas mürbe macht. Der Wille und die Motivation durchzuhalten wird durch die Helfer immer wieder gestärkt. Vielleicht noch wichtiger ist der Kontakt zu Leidensgenossen von nebenan. Hallo! Hi. Wie sieht's aus? Ja, wie immer. Immer gut oder immer schlecht? Langsam. Langsam geht's voran, ja. Dann ernährt sich das Eichhörnchen. Hat war der Heizungsmonteur da. Montag geht los. Ja? Ach, richtig mit Montieren schon? Ja. Ja, muss hier noch. Die Wände habt ihr soweit fertig, dass die Heizung dran kann? Ja. Hey, Elsa freut sich schon wieder. Ja, wir haben hier schon angefangen mit den Heizungsrohren in der Ecke. Oh ja, das sieht doch schon gut aus. Ja. Die Vorbereitungen für die Heizperiode laufen auf Hochtouren. Im Keller hat Michael Lehrich die kaputte Heizung bereits abmontiert. Viel mehr kann er und die übrigen Nachbarn in der Altstadt von Ahrweiler aber gar nicht machen. Mit Gas ist ja vor, ich sag mal, Ende November, Anfang Dezember nicht zu rechnen, nach meinen Informationen. Also ich hoffe trotzdem schnell, weil es wird langsam kalt im Haus. Ja, das ist echt schon, ist echt schlimm. Ja, wir haben zwar oben im ersten und zweiten Stock haben wir Elektroheizungen, aber das kostet natürlich auch ein Schweinegeld, mit Strom zu heizen. Geld, das weder Katrin noch Micha haben. Eine Elementarversicherung hatten beide nicht. Jetzt hoffen sie auf die Fluthilfe, die eine Kostenerstattung von bis zu 80% der Schadenssumme verspricht. Wenn man jetzt einen Schaden von 100.000 Euro hat beispielsweise, bekommt man maximal 80.000 Euro von dieser Fluthilfe zurück. Die ganzen Spenden, die vorher bekommen, sind die ganzen offiziellen Spenden von Stadt, Land, Kreis, werden, so wie ich das gelesen habe, werden die wohl angerechnet. Bei Katrin schätzt der Gutachter den Schaden auf ca. 150.000 Euro. 160.000 hatte sie gerade erst dafür bezahlt.
Also ich glaube, die Leute, die eine Versicherung haben, die können, glaube ich, auch ihre Arbeitsstunden irgendwie absetzen. Ne? Ja. Aber das sind ja hunderte von Stunden, wenn man überlegt, wie viele Helfer wir da hatten, also was wir alles selber geleistet haben, wovon wir auch nichts zurückkriegen. Das ist auch schon enorm. Ja, vor allem, wir sind ja mitten im Leben, Internet- und Computeraffin und so weiter, aber hier leben ja wahnsinnig viele Rentner, zum Teil ganz alleine, 70, 75. Die waren ja auch von Anfang an immer so ein bisschen im Nachteil, weil die es gar nicht hinbekommen haben mit den Online-Anträgen oder überhaupt immer irgendwas mitzubekommen dann auch. Ja. Man ist ja auf der einen Seite dankbar, dass da überhaupt Hilfe kommt. Das ist ja schon ein Luxus. Nur irgendwo hat man den Kopf so voll mit anderen Sachen, wenn man das hier sieht. Das ist ja ein 30-Stunden-Tag, den man den Tag verbringt. Ja. Dass einem das auch irgendwo auch schwerfällt, sich dann in diese Prozesse dann auch irgendwo reinzuversetzen. Mhm. Vor allen Dingen hat jeder von uns noch seine Arbeit, die er nachgeht. Und ich hatte seit 13 Wochen kein Wochenende mehr gehabt. Ne? Und du bist irgendwann platt. Fertig, ja. Geldsorgen und Erschöpfung. Probleme, über die man eigentlich nur mit wirklich guten Freunden spricht. Katrin und Fritz sind aber erst seit etwas über einem Jahr hier. So jemand wie der Micha, der ist ja groß geworden in dem Ort. Ne? Und der ist natürlich da auch ganz anders vernetzt, als wir es jetzt sind. Und man tauscht sich da mal auf. Und das ist auch eine Entwicklung eigentlich über die letzten 2 oder 3 Monate. Es haben ja alle eigentlich immer den gleichen Bedarf. Aktuell fehlen vor allem fähige Handwerker und Geld. Da heißt es, selbst anpacken. Ich packe mir jetzt einen Hänger hinter und fahre bis nach Cochem hoch, an die Mosel, weil wir da von einem Freund, der uns am Wochenende die Fußböden fertig macht, Material holen. Und der sagt einfach, wir fragen natürlich irgendwie, wie wir mithelfen können. Wir können das Fachliche halt nicht, also versuchen wir irgendwo das so zu helfen, wie es geht oder das den Leuten noch leicht zu machen. Knapp 2 Wochen später, Mitte Oktober. Die Arbeiten am Boden haben sich etwas verzögert. Heute kann nun endlich die Verschalung gelegt werden. Auch Fritz ist wieder da und packt mit an. Und wir haben letztes Wochenende quasi schon angefangen. Hier war vorher gar keine Decke drin. Da haben wir jetzt letztes Mal so ein Gerüst gemacht. Und da legen wir jetzt quasi eine Verschalung drauf, dass das alles so stabil ist, dass wir nächste Woche dann den Betonfußboden gießen können. Maurermeister Hans-Josef Bertram ist ein Bekannter von Fritz und hilft hier in seiner Freizeit. Damit sie auch eigenständig vorankommen, nimmt Katrin heute an einem kostenlosen Lehmbaukurs vom Verein Historisches Ahrtal teil. Das ist der Lehmbau-Workshop, richtig? Morgen. So bleibt er hängen. Und so rutscht er und die Kelle ist quasi sauber. Nach einer kurzen Einweisung durch den Lehmbauexperten Stefan Funkenberg geht es für alle Teilnehmer direkt in die Praxis. Wenn dir mal was runterfällt, dann kannst du das auch einfach wieder reinschmeißen. Du kannst das wiederverwenden. So, und jetzt? Katrin arbeitet seit über 10 Jahren hauptsächlich am Computer. Mein erster Stein. Yeah. Perfekt. Genau, und du lässt ein bisschen Platz. Lehm hat eine geringere Ausgleichsfeuchte als Holz. Wenn Schlagregen auf die Fassade kommt, aufs Gebäude kommt, nimmt der Lehm die Feuchtigkeit eher auf. Das heißt, feuchtet das Holz nicht zusätzlich auf und schützt dadurch die tragende Konstruktion. Und wenn ich mal so Steinbrocken über habe, die muss ich nicht wegwerfen. Die schmeiße ich einfach in Wasser. Und morgen kann ich die als Mauermörtel verwenden. Das geht super. Vor allem geht das super schnell, ne? Wie lange sind wir jetzt dran? Genau. Weiß nicht. Gefühlt eine Viertelstunde. So die Fache außen zuzumachen, wird überhaupt kein Problem sein. Da muss ich jetzt Material besorgen und dann kann ich schon mit den ersten starten. Und wenn man das auch einfach mal zwischendurch, ne? Es ist ja wirklich schnell gemacht. Macht man das zwischendurch, wenn man Zeit hat. Und dann wird Stück für Stück dicht. Ja. Und dicht bedeutet warm. Das Übungshaus gehört Michael Lang. Gemeinsam mit seiner Frau lebt er seit Jahren in dem historischen Fachwerkhaus. Es pressiert jetzt unheimlich, dass wir es dicht kriegen. Wir haben die Heizung schon umgestellt. Wir haben draußen eine große Gaslasche stehen, können mit Flüssiggas, die Heizkörper dranhängen und dann noch hier heizen und dann durchtrocknen lassen. Und dann kommt der Innenausbau. Ne? Nach der Flut kenne ich alle Nachbarn sehr gut. Vorher nicht so, ne? Vorher auch mit Corona und so. Da hatte man kaum Kontakt. Aber jetzt, also gerade wo es wärmer war, hat man sich jeden Tag draußen auf der Straße gesehen und so. Das wird jetzt schon weniger, weil die Leute sich doch mehr zurückziehen. Aber ja. Ja, Fugen sind freigekratzt.
Gefach ist fertig für heute. Feierabend. Jetzt kann es zu Hause weitergehen. Ja, die Tage dann. Wenn der Balken fertig ist, da warten wir noch drauf. Aber dann kann es zu Hause weitergehen, ja. Zu Hause sind die Männer mittlerweile ein ganzes Stück weitergekommen mit den Arbeiten am Boden. Brauchen wir noch eine, ne? Ja, der Bänder wird die alle schauen. Kurz hinlegen. Da rein, die Stützen schneiden wir aus. Wir kommen gut vorwärts. Wir haben jetzt heute quasi diese ganzen Leisten angebracht. Die mussten wir uns so ein bisschen zurechtschneiden und so ein bisschen Maß anfertigen. Alles so ein bisschen mit so einfachem Werkzeug, was wir so zur Hand hatten. Maurermeister Hans-Josef Bertram und sein Sohn Benny sind für die Arbeiten an Boden und Elektrik aus der Eifel angereist. Bezahlt werden sie dafür nicht. Mein erster Gedanke, wie ich das gesehen habe, schrecklich, natürlich. Aber dann ist die jahrelange Erfahrung, ist mein Plus. Ich war in Köln in der Denkmalpflege, lange Jahre. Ich sag, wenn man jetzt eine Ruhe, konstruktiv, stabile Decke reinmacht, dann hat man eine Basis und da kann man immer weiter aufbauen. Eigentlich sollte ich hier helfen, aber habe ich schon so ein bisschen mitbekommen. Die Katrin hat das schon mal unter der Woche mal geschrieben. Wird kalt, warm Wasser wäre schön. Und dann habe ich dann gedacht, das könnten wir doch jetzt noch direkt machen, weil ich jetzt auch in Urlaub war die Woche und dann hat sie wenigstens die Woche schon mal warm Wasser, weil der Herbst kommt ja. Ja. Also hier war die alte Gastherme, hier an der Stelle. Da haben wir ein paar Sachen gehangen, die habe ich abmontiert und das Maß passt genau. Das waren 10 cm, sind die auseinander, die beiden Anschlüsse. Da musste ich noch gerade die neue Leitung legen, das 4 Quadrat, weil das Haus hatte vorher keinen Durchlauferhitzer. Habe ich oben angeschlossen, noch eine neue Sicherung gesetzt und jetzt, jetzt klappt es halt. Warmes Wasser im Haus. Mehr als 4 Monate hat das gedauert. Ich habe mich unglaublich gefreut, weil so, also, ja, es ist sowieso alles jetzt kalt und nass, die Luft, und sich dann noch kalt die Hände zu waschen und das ist schon mies. Also das war schon... Ja, das war wieder ein Stück Luxus, was dazu gekommen ist. Ne? Ich brauche es langsam auch. Also so langsam ist es nervig, weil es so nass und kalt wird und es zieht sich so in die Länge. Es geht so in kleinen Schritten voran und es wird einfach nervig. Deswegen ist so jeder kleine Schritt zum normalen Leben ist dann Luxus wieder. Ja. Genauso wie die wenige Zeit zu zweit. Jegliche Freizeit verbringen beide auf der Baustelle. Zu groß ist die Angst, im Winter im Kalten zu sitzen. Wir nehmen uns manchmal so 5 Minuten, um uns zurückziehen und halt den Vorwand. Und, aber wir ertappen uns auch dabei, dass wir dann 10 Sekunden privat reden und dann aber eigentlich schon wieder organisatorisch reden. Also selbst in diesen Rückzugsphasen geht es immer viel um diese Baugeschichten. Ne? Um sich aufzuwärmen und ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen, zieht sich die selbstständige Grafikdesignerin in ruhigeren Minuten in ihren aktuell einzigen normalen Wohnraum unterm Dach zurück. Oh, der einzige Raum, wo es richtig warm ist, wo die Wände noch intakt sind. Und ja, wir haben jetzt so eine Infrarotheizung, die wirklich den Raum super heizt und die richtig schön Wärme abgibt. Ich habe ja meinen Job noch. Ich habe da meinen Schreibtisch, meinen Rechner. Dafür komme ich halt hoch und zum Schlafen. Ja, und für den Hund ist es auch gut, ne? Dass der sich mal hier reinlegen kann und warm werden kann. Arbeit und Baustelle zu vereinbaren ist nicht immer ganz einfach. Trotz Verzögerungen und Kälte aber gibt es auch immer wieder positive Überraschungen. Heute in Form zweier Heizungsbauer der kostenlosen Hilfsaktion Heizungsbauer aus Leidenschaft. Wie soll hier geheizt werden? Mit was? Mit Gas sowieso? Aber Gas? Mit Heizkörpern oder mit... Wir wollen unten eine Wandheizung machen. Eine Wandheizung? Das ist sehr gut für Lehmwände und Fachwerk und so, haben wir gehört. Und oben sollen die alten Heizkörper bleiben. Mhm. Die sind ja noch intakt. Mhm. Also ich bin jetzt dafür da, alles erstmal aufzunehmen. Mhm. Das Heizgerät ist da. Ja. Ist ein niegelnagelneues Heizgerät. Ja. und dann wollen wir eigentlich sofort anfangen mit Arbeiten. Ja. Wenn das ist das Motto der letzten Wochen. Das ist super. Doch es gibt ein Problem. Da es weder neue Rohre noch Gas gibt, kann die Heizung noch nicht installiert werden. Man müsste die Heizung soweit vorsehen und dann das Gerät später hinstellen. Das geht. Ja, dann machen wir das. Christian Bachmann und sein Kollege Thomas Kuckuck kommen auf eigene Rechnung aus Nordthüringen, helfen ehrenamtlich hier im Ahrtal. Wir sind da, um zu helfen. Wir werden heute hier das Aufmaß machen für die Heizung und wenn es schon möglich ist, werden wir schon ein paar Rohre verlegen,
um Vorbereitungen zu treffen, dass die weiteren Arbeiten, Putzen und Verkleidungsarbeiten weiterlaufen dürfen. Ich hatte mich da angemeldet. Ich war mir aber nicht sicher. Ich hatte noch mal eine Mail hingeschrieben, ob das jetzt wirklich klar geht und wie das funktioniert, wann eine Heizung kommt. Ja, und dann kam eben ein Handyanruf und dann hieß es, wir haben eine Heizung für euch und die Jungs kommen gleich vorbei. So soll es sein. Es ist unglaublich. Es ist, also Gas haben wir natürlich noch nicht, aber wenn alles vorbereitet ist, dann ist da ist ein Riesenschritt wieder geschafft, ja. Mich müsste man einmal kurz zwicken. Während Katrin sich mit den Heizungsbauern bespricht, soll Fritz eigentlich in der Scheune Platz für die Heiztherme schaffen. Ja, die kleinen Rückschläge des Alltags. Wir hatten hier Farbe gelagert und wir hatten gerade die Balken hier versucht umzulagern. Da muss irgendwie irgendwas sich verschoben haben. Auf jeden Fall ist das mitten in so einen Farbtopf rein. Das ist der ganze Farbtopf geplatzt. Jetzt schwimmt diese Farbe quasi unter unseren ganzen Materialien her. Und ich versuche gerade alles noch sauber zu machen, bevor Katrin das sieht, weil die immer so gerne Ordnung hat. Und wenn die sieht, dass wir hier gerade, wie viel sind da drin? 20 Liter ja. Farbe durch die Garage oder durch die Scheune gelaufen sind, dann freut die sich natürlich auch. Und deswegen versuche ich einmal die Farbe zu retten und einmal unseren Abend zu retten. Ein Glück für Fritz, dass Katrin durch die neue Heizung so abgelenkt ist, dass sie von seinem Missgeschick nichts mitbekommt. Runter. Ist Erleichterung, ja. Es kann weitergehen, ne? Das ist wirklich schön, das kommt jetzt heiter am Himmel. War ein langer Tag, was? Ja. Oh, boah, ich bin ziemlich erschöpft. Wieder einen Tag geschafft. Ja. In kleinen Schritten geht's weiter. Wir haben nach der Flut gesagt, das war Mittwoch auf Donnerstag. Sonntag sind wir fertig. Jetzt sind wir sonntags zwar nicht fertig, aber wir sind deutlich weiter. 4,5 Monate nach der Flut. Es ist Anfang November und es wird weiter kälter. Heute ist Katrin ohne Fritz auf der Baustelle. Der Fußboden ist mittlerweile gegossen und getrocknet. Endlich kann Katrin auch mit den Mauern im Innenraum beginnen. Bauingenieur Viktor hilft ihr dabei. Es kommen immer noch Leute. Man hat jetzt wenig Arbeiten wie Abriss und so, was jeder Laie machen kann. Viktor mit seiner Vorerfahrung ist super, weil er hier mithelfen kann, mitdenken kann, eigenständig arbeiten. Also das sind gerade so die Leute, die wir jetzt vermehrt brauchen. Trotz aller Hilfe hat der Austausch des Balkens an der Hausfront wesentlich länger gedauert als erhofft. Zu allem Überfluss wurde auch noch der Gehweg vor Katrins Haus aufgerissen, da die Gasversorger undichte Stellen an der Leitung suchen. Hallo. Hi. Darf ich mal fragen, wie das jetzt weitergeht? Wann es wieder zugeschüttet wird? Sind die Lecks jetzt behoben? Oder? Also die Lecks sind zum Teil jetzt, sind ein paar weg, aber wir haben auf der Leitung haben wir noch ein Leck. Also wird noch ein paar Wochen dauern? Naja, ich schätze mal diese Woche. Diese Woche? Ja. Also okay. Ich treffe heute die Entscheidung, ob wir ein Teilstück erneuern. Dann würden wir einfach ein Teilstück erneuern und dann haben wir zumindest nur in dem Bereich, wo wir denken, das ist eine Leckage, haben wir dann eine neue Leitung, wo nicht sein sollte. Ja, und dann kann es auch direkt wieder zugemacht werden. Genau. Ja, ach schön. Gut. Alles klar. Danke. Die Reparaturen der Gasleitungen sind in der ganzen Altstadt von Ahrweiler ein Problem. Hier in der Altstadt ist es sehr schwierig, aufgrund der Gegebenheiten, der Zustand der Leitungen. Das heißt Wasser, Matsch, Schlamm, Sand, Verunreinigung. Dass es im gesamten Ahrtal überhaupt vor dem Frühling wieder Gas geben wird, haben die Anwohner Christoph Schüller und seinen Kollegen zu verdanken. Sie haben sich nach der Flut vom ersten Tag an darum gekümmert, die Gasleitungen wieder instand zu setzen. Wir wussten im Juli, auch wenn es warm war, es wird mal wieder kalt. Um halt schneller zu sein, haben wir eine Ersatzversorgung gebaut und haben die aus dem Ahrtal hinaus in die Weinberge verlegt und haben dort ein Rohrsystem gewählt, was schneller zu verlegen ist wie Stahlrohrleitungen. Ende November soll das Gas im Ahrtal wieder fließen, auch bei Katrin. Ob sie es dann nutzen kann, hängt davon ab, wie schnell die Arbeiten am Haus vorangehen.
Jetzt kommt als nächstes die Schwelle. Dann können wir unten die Gefache noch aufmauern. Und dann haben wir wirklich diese Wand wieder dicht. Danach kann man dann etwas gelassener an den Rest rangehen. Seit Monaten jeden Tag auf der Baustelle. Kaum freie Zeit. Das zehrt an den Nerven. Ab und zu entflieht Katrin dem Ganzen und nutzt eine Pause, um Freunde zu sehen. So wie Mohammed Abdulhamid, ihren syrischen Friseur. Mo hat mich schon eingeladen, hier zu duschen, weil er mit dem Durchlauffenster schon früher warmes Wasser hatte. Das habe ich dann auch meinen Anspruch genommen. Aber auch so ist es schön, hier also mal rauszukommen und mal so normales Leben zu haben. Also ich könnte natürlich auch nach Bonn zu dem Friseur fahren oder so. Die haben ja alle ganz normal offen. Aber man will sich hier auch untereinander ein bisschen unterstützen. Mein Laden habe ich erst gehabt seit letztes Jahr, 1.6. Und dann kam die Corona-Lockdown, 3-4 Monate. Dann haben wir aufgemacht und hat angefangen zu wieder gut zu laufen. Und dann kam der Flut und leider ist alles weg. Ein paar Stunden war, wie sehen Sie das? Das ist das zweite Mal bei mir, aber sieht nicht das erste Mal. Es ist mal in meiner Heimat. Ich habe auch damals alles verloren. Und jetzt nochmal. Das ist richtig hart. 5,5 Monate nach der Flut. Es ist Ende November. Der Frost ist jetzt auch tagsüber im Ahrtal. Und auch wenn sie hart im Nehmen ist, macht Katrin die Kälte zu schaffen. Gemütlich draußen sitzen ist leider nicht mehr. Das war am Anfang noch viel schöner, als man hier die Abende noch draußen verbringen konnte und überhaupt die Outdoor-Küche hier nutzen konnte. Gerade ist es fies, wenn man morgens runterkommt und bei Minustemperaturen dann sich einen Kaffee machen muss. Noch steht die Heizung ungenutzt im Schuppen. Und auch die Außenwand ist immer noch nicht ganz dicht. Ach, es geht alles so an die Nerven, weil es langsam vorangeht, weil es kalt ist. Aber ja, man macht das, was man machen kann, ne, um weiterzukommen. Fritz ist an den Wochenenden hier, in seinem Urlaub war er hier, hat mitgeholfen. Ansonsten geht es nicht anders. Ne? Dann muss ich hier halt alleine weitermachen. Ich arbeite zum Glück freiberuflich und habe meinen Rechner hier oben unterm Dach und kann dann auch ein paar Stunden arbeiten am Schreibtisch, komme dann runter, mache hier ein bisschen, was so zu machen ist, was ich so alleine kann. Bei vielem ist Katrin auf Fachleute angewiesen. Auch wann das Gas wieder fließt, hat sie selbst nicht in der Hand. Die Flamme, die vor ihrem Haus lodert, scheint ein positives Zeichen zu sein. Diese Flamme sagt, dass dieser Teilabschnitt wieder Gas führt. Die Leute können wieder heizen, solange natürlich Heizgeräte vorhanden sind, Therme vorhanden sind, Gastherme. Zu der Jahreszeit ist natürlich jetzt jeder froh. Und jeder, wo die Flamme sieht, ist natürlich ein Stückchen Hoffnung und ein Zeichen, dass es jetzt endlich wieder warm wird. Mehr vorweihnachtliche frohe Botschaften erhofft sich Katrin von den Einsatzkräften des Energieversorgers. So, wir sind jetzt fertig. Jetzt können Sie Ihren Installateur informieren, dass der den Zähler online bestellt und Ihre Gasanlage und die Heizung in Betrieb nimmt, sobald es möglich ist. Ja, super. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Auf Wiedersehen. Danke, ja. Also es kamen in letzter Zeit so viele schlechte Nachrichten. Dann ist unser Zimmermann ist gestürzt und hat sich die Wirbelsäule geprellt und fällt eine Zeit lang aus. Der Elektriker hat nicht mehr die Zeit, wie er es vorher eingeplant hatte. Unser Maurer hat sich auch verletzt, fällt aber nicht allzu lange aus. Aber es kamen so einige Nachrichten, ja, wo man denkt, okay, da kann keiner was für, aber es sind dann doch wieder Verzögerungen. Aber dann passieren eben auch wieder so schöne Sachen, dass es dann doch schneller vorangeht als gedacht. Der Ofen heizt leider noch mit Strom. Aber zu Weihnachten soll die Gasheizung endlich laufen. Ich hatte einfach ganz falsche Vorstellungen davon. Wie man das so sagt, jede Baustelle dauert länger, als man denkt, als man plant. Wir sind hier in der Straße mit am schlimmsten betroffen. Dadurch auch, dass wir so viele Wände aufmachen mussten, so viele Balken austauschen mussten und so. Und ich denke, da können wir schon zufrieden sein mit dem, was wir geschafft haben. Dass wir jetzt Gas wieder haben, dass die Heizung bald reinkommen kann, das ist so ein großer Schritt. Dann ist es danach auch wieder einfacher, Geduld zu haben, weil man hier eben wieder diese Grundwärme hat und angenehmer leben kann.